Ja, ich könnte jetzt noch einen rein, aber ich lasse das jetzt mal. Es wird schon schief gehen, ein bisschen Glück muss man auch haben, Leute. Go! So, wir haben Essen wieder gefunden hier. Wir haben Munition gefunden hier. Also mit dem Essen geht es rapide bergab. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Das geht nicht mehr lange so gut. Wir verhungern sonst. Das ist extrem scheiße. Wir haben Medizin. Und was haben wir noch? Baumaterial und so weiter. Wir müssen irgendwo eine Farm bauen. Am besten hier auf so einem Platz hier. Den Park einnehmen. Dann kaputt machen und eine Farm bauen. Weil sonst haben wir ein Problem. So, die werden uns gleich angreifen hier, schätze ich mal. So, was ist mit ihm? Der macht gar nichts hier. Was bist du? Du bist ein Builder. Okay, das passt ja perfekt. Das Gebiet gehört jetzt uns. Was kannst du hier tun? So, Chuck, du wirst... Ne, nicht deffen. Er kann hier jagen, er kann was bauen. Gut, dann lassen wir dem was bauen. Wir könnten hier Apartments bauen, dass wir mehr Leute reinkriegen. Oder eine Farm. Wir brauchen Essen. Also bauen wir jetzt eine Farm. Wir brauchen echt Essen, Leute. Wie lange dauert das? 5 Tage. Alles klar. Dann haben wir eine zweite Farm. Ich guck mal hier rein. Die Farm wird auch 2 Essen machen, dann verlieren wir nicht mehr so viel. Ich möchte nur wissen, wo dieses Essen hingeht. Verlieren, das verstehe ich nicht ganz. Ich verstehe verbrauchen, aber ich verstehe nicht verlieren. Das geht mir nicht ganz ein. So, wir schalten wieder die Geschwindigkeit ein bisschen nach oben. Oh, fuck. Stopp. Gleich Stopp drücken. Da ist eine gefährliche Zombie-Horde. Wir schauen uns die an. 50% Danger fürs Fort. Ja, das sind nur 6. Hm? Nicht so viel. Ja, hier ist nicht gut befestigt. Wir haben hier ein Defense. Und hier auch ein Defense. Das ist scheiße, scheiße. Aber die sind kein Problem für unser Fort. Also die kommen nicht durch die Mauern. Das heißt, eigentlich könnten wir die Dame hier abziehen, aber dann wären die schon gefährlich. Scheiße. Die muss hier bleiben, sonst wird's hier gefährlich. Ah, wir müssen jetzt was machen. Scheiße. Das ist scheiße, Leute. Ich kann nämlich die Leute nicht entbehren, die haben alle Aufgaben. Können sie zwar abbrechen, aber das ist nicht Sinn der Sache. Oh, ich habe so das Gefühl, das wird ein Problem gleich. Ich schalte mal ein bisschen danach vor, Denkgeschwindigkeit. So, wir haben Essen gefunden hier. Also er da. Wir haben Munition gefunden hier. Das ist fertig geplündert. Bald immer wieder findet man da was. Essen geht rapide nach unten, aber wir bauen ein paar Farmen. Dann sollte sie das erledigt haben. Wo ich dieses 10 Essen an den Trader verloren habe, das verstehe ich noch nicht. Ich habe dem 10 gegeben und sollte eigentlich was dafür kriegen. So. Die sind sehr gefährlich. Scheiße, da muss ich was machen. Da muss ich was machen. Also das darf ich jetzt nicht weiter ignorieren. Aber was? Wie weit bist denn du? Fertig? Jo, der ist fertig. Sehr gut. Gut, du kannst hier... Was wirst du hier machen? Was ist denn das für einer? Schauen wir mal. Der kämpft. Okay, dann gib mal den zweiten hier raus. Du wirst hier plündern. Das ist eine Idee. Da kann er viel plündern. Jawohl. So, warte mal, Leute. Das hat 14 Defense. Das hat 5. Was hat das da? 5. Wenn ich den jetzt... Ich breche jetzt mal die Mission ab. Dann hat das hier ein Defense. Das heißt, wenn ich das, den hier Defense, gilt auch für Nachbargebäude anscheinend. Okay, dann machen wir das so. Damit habe ich die disabled, das haut hin. Da können die mir nicht mehr so in den Popo Punkt Punkt Punkt. So haut es hin. So können wir es machen. So ist das okay. Das. So, sie greifen uns an. Aber die sind jetzt nicht gefährlich anscheinend. 0% Gefährlichkeit. Die schlachten wir einfach ab und fertig. So, wir drücken hier Stopp. Stopp, habe ich gesagt. Wir haben Material gefunden. 3 Essen, jawohl. Und 2 Baumaterial. Jetzt brauchen wir. Munition haben wir auch gefunden. Haut hin. So, was können wir jetzt machen?
Hier sind Zombies. Ich würde sagen, 8 Stück. Schaffst du das? Das machst du locker. Unser Zocker, die macht es in einem Tag, schlachten wir die ab. Wir sind ja schon auf Level 7 jetzt. Haut super hin. Also ihr seht, das Leveln, das macht auch Spaß. Das hat schon Sinn. 7,2 Soldier, also die nietet schon alles um. Wir sind immun, wir können nicht gebissen werden. Das ist super, es gibt einen Defense mehr. Wir sind ein Gangmember, yeah. Das gibt mehr Defense und mehr Happiness. Wie man die Happiness... Survival Management Fest, okay. Wie man die Happiness raufbringt, weiß ich noch nicht ganz. Haben wir hier ein altes Atomkraftwerk? Wow. Das müssen wir zuerst scouten, das könnte gefährlich werden. So, wir drücken Go. Wir sind hier mit dem Plündern fast fertig. Beschleunigen wir ganz kurz. Was haben wir? Heidendor. Open oder versiegeln. Wir öffnen es. Eine kleine Horde von Sets haben wir. Gut, das ist kein Problem. Jo, der ist auch schon auf Level 4. Jetzt wird es Zeit, dass wir die Überlebenden langsam holen. Hier die Sets, also wir sind richtig gut. Ihr seht es, wie in Hochgeschwindigkeit nieten wir die Pisser um. Das läuft. Hier haben wir fast fertig geplündert. Jo, wir haben 5 Baumaterial gefunden. Rentiert sich richtig. Wir haben Munition hier wieder gefunden. Und hier sind wir fertig. Jetzt wird hier gedefft. Was kann die hier noch machen? Ich glaube, hier können wir nur deffen und sonst nichts mehr. Das weiß ich jetzt nicht genau, was ist hier. Ja, haben wir schon alles gemacht. Was, kill 31 Zombies? Oh, das Gebiet gehört uns ja nicht mal. Wow, hier sind 30 Zombies, Leute. Also da haben wir was vor. Das Gebiet wurde eingenommen anscheinend. Oder wir haben es verloren. Sowas irgendwie in der Art. Aha, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber das gefällt mir gar nicht. Ich schau mal in sie. Da müssen wir jetzt eingreifen. Kill the Zombies, das schafft sie natürlich nicht alleine. Wir werden da mithelfen. Ja. Die Zombies greifen uns an jetzt. Sollte kein Problem sein. 3% Danger. Der macht es. Ich glaube, wir haben sie in Grund und Boden geschossen. Das sollte hinhauen. Zombies killed, jawohl. So, hier dauert es ein bisschen. Das sind 30 Zombies. Das kann wirklich ein bisschen dauern. Ich glaube, die vermindern sich auch genau. Einer nach dem anderen wird gekillt. Also das funktioniert super hier. Ich glaube, alle beide machen das. Genau. Haut hin, Leute. Dann werden wir hier eine Brücke machen, das safe machen. Wie sieht es hier aus? 11 Defense. Ja, es gibt einen Nachbarschaftsbonus hier. Diese Police Station. Hier bauen wir das Feld. Das haben wir auch gleich. Hier plündern wir. Der hat nichts zu tun. Wie sieht es denn hier aus? Pass auf, wenn du nichts zu tun hast, dann hilf doch da mal mit. Ja? Der hat auch schon 3. Sie 4. Also wir haben sehr viele Leute, die hier herumballern. Es sollte zackig gehen. Die rotten wir jetzt aus, diese Säcke. Drück mal ein bisschen auf Beschleunigung. So, da, wir haben 3x Benzin gefunden. Und hier ist fertig geplündert. Was können wir jetzt hier noch machen? Gar nichts. Das ist fertig. Wir können was bauen. Ja, aber ich lasse das jetzt mal. Wir brauchen eh Häuser. 5 Survivor. Da ist irgendeine ist eh dabei. Ich glaube, das war sie hier. Genau. Sie ist jetzt Level 4. Jawohl. Die hat gelevelt. Die kann richtig gut plündern, die Tante. So, was ist hier los? 6 Zombies. Plündern. Ja, ich weiß nicht. Kannst du die erschießen? 7 Zombies? Verlieren sich die? Hä, es waren doch gerade nur 6. Hier steht 6. Wenn ich sie erschießen soll, steht da 7. Hm. Gut, erschießen wir sie. Das dauert zwar bei ihr ein bisschen, weil die ist jetzt nicht dafür gerüstet, aber es sollte gehen. Können wir irgendwo plündern vielleicht? Können wir ihr einen anderen Job geben? Jo, hier können wir plündern. Da kannst du plündern, Tussi. Das läuft. Können wir hier auch nur plündern, oder? Ne. Hier können wir plündern. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man hier nicht sieht, was man alles noch machen kann. Da muss sich jemand zuerst drüber schicken. Das ist auch ein bisschen ungut vielleicht. Es wäre nett, wenn man das sieht. Können wir das vielleicht nur einstellen? Light Graphics. Hm. Brauchen wir nicht. Low Quality, ne? High Survivors.
Okay, dann sehen wir sie nicht, das ist blöd. Ja, das kann man leider nicht einstellen. Ich würde gerne einstellen, dass ich hier sehe, was ich noch machen kann, was noch da ist. Aber das sieht man hier leider nicht. Wenn ich hier draufklicke, kriege ich nur Startmission. Gut, dann sieht man es. Ja. Okay. Was sieht man hier? Startmission. Jo, da sieht man es. Okay. Wir haben hier Betten, also Häuser. Zwei Survivor können da übernachten. So, da kommt eine Zombie-Horde. Die will unsere Police Station hier auseinandernehmen. Wie viel sind es denn? 19. Wir sollten hier ein bisschen deffen. Schickt man vielleicht einen rüber hier. Zack. Jawohl, sind disabled. Die können fast nichts mehr machen. Ihr macht es auch zu zweit hier. Das passt schon. Der ist fast fertig mit seiner Farm. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Essen. Das brauchen wir nämlich dringend, Leute. So. Oh, da ist ein Händler. Den begrüßen wir gleich dann. So, was haben wir? Lily! A little girl haben wir gefunden. Gib her 5 Medizin. Ja, wir sind freundlich. Es ist zwar viel, wir haben nicht viel, aber hey, wir teilen. So, da. Gut, der ist wieder weg. So, wie sieht es jetzt aus? Jetzt müssten wir Essen haben. Ja, plus 4, genau für die Farmen. Aber wir müssen noch eine Farm bauen. Sonst sieht es schlecht aus. So, was bist du für einer? Schauen wir mal. Du bist ein Builder. Du baust mir jetzt noch eine Farm. Und zwar baust du sie... Ich überlege gerade, wohin. Das können wir eh nicht brauchen hier. Ich hoffe... Hier können wir das vielleicht bauen. Wir brauchen noch eine Farm. Apartments oder das. Das bauen wir hier hin statt dem. Wir können das auch abreißen und Ressourcen geben, aber das passt schon. Oh, starke Horde. Wie sieht's aus? Wie viele? 13, das geht. Wieso werden uns 13 gefährlich, wenn der hier eh schon defft? Ah, das ist ein Plünderer. Okay, der ist jetzt nicht fürs Deffen geeignet. Dann müssen wir woanders hin. Darum funktioniert das nicht so gut. Wir werden den hierhin schicken, den handeln. Schalten mal auf langsam. Und wir brauchen hier einen zum Deffen. Dann nehmen wir die Tussi, die muss da jetzt weichen. Du musst hier deffen, dass wir diese Horde hier disablen. Du schaffst es schon, Zocker, die macht das. Es ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Auftrag. Er ist alleine. Wir sind alleine. Es sind nur 6 Zombies, aber das geht schon. Ja. 12% Danger, ist verkraftbar, Zockern, das macht es mal. Wir können auch sterben. Also ein bisschen aufpassen muss man da schon, Leute. So, wir haben eine Farm gebaut. Wir haben etwas gefunden, ein bisschen was. So, Equip. Können wir was ausrüsten? Einen Stock. So, wen geben wir den Stock? Schauen wir mal. Hier haben die Pumpgun, der hat die Säge. Der Bilder braucht es nicht. Wir nehmen den Stock hier, dann schlägt sie noch mehr zu. Das passt. Alles Roger, super. So, was haben wir noch? Material gefunden haben wir hier. Eine massive Horde hier. Okay, ups, jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Hier, so. So, hier treten wir gleich ein bisschen. Hier haben wir das auch. Es läuft, die Horde hier will nicht angreifen irgendwie. Es dauert nur ein bisschen. Hier werden wir ein bisschen Trade machen. Schauen wir mal, haben wir... Was könnte ich denn hergeben? Ne? Weil ich würde gerne... Ich bräuchte Essen, aber das hat er nicht. So ein Scheiß aber auch. Aber er respektiert mich ein bisschen. Geben wir ihm ein Benzin oder zwei Benzin. Ich bräuchte noch ein bisschen Medizin, das hat er aber auch nicht. Baumaterial, wie viel gibst du mir dafür? 3, okay. Jo, ich denke, es ist ein fairer Tausch. Das sollte hinhauen. Ich drück mal dann. So, jetzt hat er nichts zu tun. Jetzt gehen wir auf Plündertour. Wo können wir nur plündern? Hier jedenfalls nicht. Wir können hier farmen. Ich lasse den mal farmen.
Was bringt uns das? Schauen wir mal. 2 von den Farmers, dann haben wir 6, dann kriegen wir ein Essen dazu. Jetzt weiß, was das ist. Das Losing, jetzt haben wir es. Das Losing war nicht, ich hab's verloren, sondern was wir täglich Minus machen. Oder Plus. Jetzt haben wir ein Plus. Wir brauchen dringend Essen. Ich muss den einfach farmen lassen. Es geht, ups, es geht nicht anders derzeit. So, was ist mit dir? Du bist ein Builder. Dann bilde. Und zwar eine Farm. Das habe ich jetzt hier falsch gemacht. Ja, so haut das nicht hin. Ja, da kriegt man Material, aber der soll eher die Farm bauen. So, du machst hier bitte eine Farm. So, die Sets müssen mal angreifen, weil ich muss hier mit denen auch was machen. Ich kann die nicht hier ewig rumlümmeln lassen. Hier sind wir gleich fertig. Die Zombies sind weg. Haben wir gleich geschafft. Wir sind übrigens im 20. Tag, wie ihr schon seht. Jo, wir haben es geschafft. Die Zombies sind gekillt. So, was ist jetzt hier? Wir werden das Gebäude hier einnehmen. Das sollte der Builder machen. Das ist er. Ich werde die Zombies jetzt aber angreifen, weil die bleiben ja sonst ewig hier. Schauen wir mal. Wie viele sind's? 47% Danger. Das kann ich nicht bringen. Das kann ich nicht bringen, Leute. Ich lasse den mal das hier befestigen. Ja, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, aber... Ja, im Moment ist sonst kein anderer frei. Wir schalten ein bisschen auf Speed. Es dauert natürlich alles. Wie sieht's mit Happiness aus? Ja, 70, das geht noch immer. Was ist hier? Very, very good. Okay, reclaim. So, eat the unknown wet berries. Throw them out. Research them first. Energy. Bevor wir jetzt diese Beeren hier einfach so essen, da könnt ihr auch sterben, wenn wir die erforschen. So. Das hat nichts gebracht. Wir werden sie einfach essen. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Jetzt ist er krank. Es war ein Fehler, Leute. Jetzt müssen wir den wieder gesund pflegen. Das kostet Medizin. Und zwar ist er jetzt verletzt. So, wir drücken jetzt Stopp hier. Er ist verletzt. Die Frage ist nur, wie lange. Schauen wir mal. 5 Tage ist er nur verletzt. Also einfach so irgendwelche Beeren essen ist nicht der Top-Burner. Die Sets hier werden auch gefährlich jetzt. Schauen wir, wie viel. 14% Danger. Ja, das ist verkraftbar. Ich werde das hier weiterbauen lassen. Jo, sobald wir die Farm haben, kann ich den wieder plündern lassen. Weil dann kriegen wir genug Essen. Baumaterial haben wir auch. Eigentlich läuft es nicht so schlecht jetzt. Es könnte schlimmer laufen. Ist eigentlich in Ordnung. So, das haben wir gleich, die Farm. So, wird mal wieder langsamer. Das haben wir auch gleich und dann kümmern wir uns um diese Pisser hier. Jawohl, Leute, Bilderfarm, nice. Jetzt schauen wir zum Essen. Das gibt ordentlich Essen. Den Farmer können wir jetzt irgendwo plündern lassen. Ja, zum Beispiel hier oder sonstiges. Hier sind 4 Zombies. So, was haben wir Neues? Police have permanent effects for the fort, bla bla bla. Okay. Finde ich gut. So, was haben wir hier? Police Ammo Use. Jedes Geschoss. Okay. Wie viel Munition wir verbrauchen sollen. Ja? Wir haben genug. Balance Ammo Use. Spray and Pray. Also wie in BF4 bei manchen Leuten oder bei Hardline. Ja? Einfach reinholzen. Muni ist ja genug da, so auf die Art. Oder genau zielen. Wir machen das balanced. So, passt. Das müssen wir erforschen noch. Ich lasse den mal jetzt das erforschen hier. Das ist nämlich... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.